Also, wo sollten wir als nächstes... Jetzt ist er aufs Netz gestolpert. Als er aus dem Shower Room, schön, dass ich es immer noch so nennen, herauskam, ja, es sind ja trotzdem Duschen drinne, ist Kaito gestolpert und auf den Boden gefallen. Warte. Zur Hölle? Etwas hat sich in meinem Bein verfangen. Huh? Ah, das sieht aus wie ein Kabel. Oh. Ah, ist das das für das Tennisnetz? Mann, wer mal das hier liegen gelassen hat, sollte das irgendwo in der Ecke tun. Warte, das Tennisnetz? Verstehe, deswegen hat sich der Raum so seltsam angefühlt. Das sollte ich mir im Detail nochmal anschauen. Lag das vorher auch schon da? Ist mir nur nicht aufgefallen. Das Tennisnetz. Der Grund, warum ich dachte, dass der Raum sich falsch anfühlt, liegt an dem Netz. Als ich das letzte Mal hier war, da war das Tennisnetz gespannt. Aber jetzt wurde das Spannkabel entfernt. Huh? Also hat das Kabel jemand rausgenommen? Warum sollte man das tun? Kaito, kannst du mir mal helfen? Ich möchte mal messen, wie lang dieses Kabel ist. Oh, brauchst du nicht. Das ist ungefähr 50 fucking Fuß lang! Oh, diese ganzen Fußdinger. Mann! 50 müssten dann ja so, keine Ahnung, 16 Meter sein oder so? 15,24, 15. Zwischen 15 und 16 Metern. 15,5 Meter. Das ist ungefähr, na gut, 15 Meter lang. Was? Ich war bis zur Mittelschule im Tennisclub. Deswegen weiß ich, wie lang das Kabel ist. Ja, aber ist es tatsächlich so lang? Sollte man es nicht trotzdem ausbreiten? Vielleicht wurde es ja irgendwo abgeschnitten. Du warst in einem Tennisclub? Ja, deswegen hat es mich angepisst, dass Lyoma sich so verhalten hat. Kanntest du Lyoma von früher? Ich habe ihn nie getroffen, aber viel von ihm gehört. Ich meine, heutzutage gibt es niemanden, der Tennis spielt, der nicht von ihm gehört hat. Er ist eine Tennislegende, seit er in der Mittelschule war. Und er war sowas wie ein Held für jedes Kind, was Tennis spielte. Oh, verdammt. Und dann, jetzt wo ich ihn endlich treffe, ist er zu einem Feigling geworden. Das hat mich so sehr angepieselt. Deswegen war ich immer ein bisschen härter zu ihm, als es vielleicht hätte sein müssen. Aber das jetzt zu bereuen, bringt nichts mehr. Nichts, was ich noch machen kann. Oh, verdammt. Immer dieses nicht reagierende Klicken. Tut mir echt leid. Das wird, glaube ich, das gesamte Let's Play über so sein. Und was ist so verdächtig wegen der Länge des Kabels? Gibt es da etwas, was dir Sorgen macht oder was du bedenken willst? Nein, nichts Besonderes. Ich wollte es nur überprüfen. Verdammte Axt! also gehen Detektive so ziemlich auf die kleinen Details ein, ne? Fast so wie eine etwas zu gut meinende Schwiegermutter, die auf der jungen Frau rumhackt. Oder auf der Ehefrau rumhackt. Was ist das für eine Analogie? Das wüsste ich auch gerne. Woher kennt er sich mit Heiraten und Schwiegermüttern aus? Außer das kennt er aus einer Familienbande mit Geschwistern, die er vielleicht hat oder auch nicht. Tennisnetzkabel. Das war's. So, endlich ist es soweit. Seid ihr schon müde wegen der Untersuchungen? Oder nicht schon eine ganze Weile ein wenig ermüdet? Naja, so ist das normal. Untersuchungen anstellen, das macht jetzt nicht wirklich so viel Spaß, wisst ihr? Aber es ist nun mal ein notwendiger Schritt, den wir machen müssen, bevor wir zum Main Event kommen. Fast so wie das Durchsuchen des Internets auf der Suche nach eben jenem perfekten Porno-Video. Naja, es gibt aber tatsächlich auch ein paar Menschen, die denken, dass die Suche der beste Teil ist. Seltsam, hä? Huh? Naja, jedenfalls. Auf jeden Fall beginnt jetzt bald der Class Trial.
Versammelt euch bitte im Schrein der, des Urteils im Hof der Schule. Nun, dann sehen wir uns später. Scheint so, als wäre es an der Zeit, Kumpel. Ja. Hey, warum machst du jetzt so ein besorgtes Gesicht? Keine Sorgen, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Ja, glaubt an mich? Warum vertraust du mir, Kaito? Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich der Täter... Ich glaube dir, weil ich dir glauben will. Gibt's einen anderen Grund, den ich brauche, oder was? Was? Ist das nicht der Grund, warum du auch an Takaide geglaubt hast? Ich meine, klar, ich werde vielleicht letztendlich hintergangen werden, aber... Wenn ich mir deswegen Sorgen mache, werde ich niemals in der Lage sein, Leuten zu vertrauen, denen ich Vertrauen schenken will. Shuichi, wir sind immer noch jung. Ich kann nicht sterben, bevor ich nicht mein erstes alkoholisches Getränk habe oder in den Weltraum geflogen bin. Wenn wir uns nicht jetzt zusammenreißen und ein bisschen Gang zulegen, wann dann? Jetzt, das Jetzt und Hier ist alles, was du hast. Ja, Kaito, ich weiß. Genau, das ist der Ausdruck, den ich bei dir sehen will. Tja, so stelle ich mir meinen Sidekick vor. Er hat recht, ich muss es einfach tun. Ich muss an mich selbst glauben und ich muss daran glauben, dass ich das schaffen kann. Ich werde überleben. Wir werden alle überleben, zusammen. Vielleicht verstehe ich es nicht wirklich. Vielleicht habe ich keinen Grund, aber... Ich möchte nicht leben. Ich möchte nicht mit... Achso, ich möchte mit dem anderen zusammen sterben. Nein, ich möchte leben. Ich möchte ein langes Leben leben. Ich will nicht sterben. Ich kann nicht an einem Ort wie diesem hier sterben. Niemals. Keine Sorge, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Also dann, auf zum Schrein des Urteils. Stehen die anderen beiden noch hinten? Ist das jetzt nicht die Gelegenheit, in ihr Forschungslabor reinzugehen? Und wehe, du sagst, willst du jetzt nicht rein. Ich kann die Tür gar nicht auswählen! Nein! Fuck. Ja. Shuichi. Das wäre die Gelegenheit. Was, wenn sich der entscheidende Hinweis dort drinne befindet? In dem Labor der Kinderpflegerin, der Ultimativen. Vielleicht gibt es dort auch Handschellen, wie gesagt. Kommt auf die Kindererziehungsmaßnahmen an, die man für richtig hält. Okay. Hier wäre jetzt noch so ein Ort gewesen, wo ich vielleicht noch gedacht hätte, vielleicht ist das hier so ein ganz fieser Versteckort für einen Hidden Monokuma, aber scheinbar nicht. Oder das ist schon ein Schritt zu spät hier, wo wir den Weg zu dem Schrein des Urteils und zum nächsten Class Trial vor uns haben. Noch was Neues zu sagen? Du wiederholst dich, Junge. Mal sehen, ob wir draußen noch irgendwelchen anderen auf dem Weg zum Schrein begegnen. Hast du jetzt mal was Neues zu sagen? Puh. Sonst echt niemand? Und diesmal rede ich auch mit allen vor dem Trial. Beim letzten Mal habe ich das ja total verkackt. Da habe ich dann einfach auf die Statue geklickt und zack, waren wir drinnen. Jetzt vielleicht noch schon mal drauf forschen, ob wir noch irgendeinen Last-Minute-Hinweis bekommen. Hast du jetzt was Neues zu sagen? Ich habe eigentlich total daneben und durch ihn durchgeklickt, aber egal. Und trotzdem wiederholt er sich, auch wenn ich ihn im Prinzip nicht mal direkt anklicke. Gut. Oder auch nicht gut.
Seid ihr alle bereit? Wir haben keine Wahl, oder? Das verstehst du schnell. Es ist fast schon so, als hätte Monokuma dich trainiert. Wir müssen uns ja keine Sorgen machen. Nicht wahr, ihr Arschlöcher? Wir werden den Täter finden, nicht wahr? Natürlich müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich meine, dass die Haupt... Der oder die Hauptverdächtige ist ja nun mal super offensichtlich dieses Mal. Nee. Nicht wahr, Himiko? Wie kannst du es wagen, Himiko zu mobben, du Degenerierter? Möchtest du, dass ich mit meinem Aikido-Chop deinen Kopf abchoppe, oder was? Das ist dann aber schon kein Aikido mehr, oder? Naja, es ist ja auch Neo-Aikido. Nun, diese Sache wird in naher Zeit diskutiert werden. Deswegen solltet ihr eure Argumentationen bis dahin aufheben. Ja, wir sollten das Ganze beim Class-Trial zu Ende bringen. Ja, du hast recht. Dann reden wir nochmal mit allen, bevor wir die Monokuma-Statue diesmal anklicken. Was? Himiko ist so verdächtig, sie muss ein roter Hering sein, nicht wahr? Was? Aber ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll, diese Wahrheit aufzudecken. Du schwebst mal schön in deinen Fantasiewelten weiter. Ich hätte mehr Point-and-Click-Adventure spielen sollen. So, Kokichi. Yes. Dieser Fall wird ja sowas von super einfach sein. Vor allem, wie offensichtlich ja unser Hauptverdächtiger auch ist. Nicht wahr, Himiko? Achso, ich habe gehört, dass Männer die Mädchen aufziehen, die sie mögen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Das bedeutet also, dass Kokichi Himiko mögen muss. Wo wusstest du das? Naja, warum konzentrieren wir uns aber nicht lieber auf den Class Trial und sparen uns die Unterhaltung für später auf? Ich meine, schließlich stellt sich das Ganze als gar nicht so langweilig raus. Ihr mobbt also auch immer die Mädchen, die ihr mögt. Kein Wunder, dass wir keine Freundin bekommen. Oder tun wir es nicht und deswegen kriegen wir keine. Und sind einsame Männerherzen. Was hast du dazu zu sagen, Gunther? Gunther, nicht Freunde verdächtigen wollen. Hinji ist auch, naja, eigentlich dauerverdächtig wegen ihrem Verhalten, aber... Ja, wir haben nichts, worum wir uns Sorgen machen müssen. Atua sieht alles. Seine göttlichen Schlussfolgerungen werden dieses Mysterium sofort aufdecken. Mew. Hey, Detektiv Dummarsch. Du hast ja wohl einen möglichen Verdächtigen feststellen können, nicht wahr? Keine Reaktion von uns oder von Shuichi darauf. Shuichi, bevor wir da reingehen, sollte ich dir noch einen Ratschlag geben von dem Helden zu seinem Sidekick. Wenn du aufgeben willst, dann warte damit, bis du alles probiert hast, was möglich ist. Warte mal, das ist immer noch nicht genug. Okay, ich werde dir einfach nicht vergeben, wenn du überhaupt aufgibst. Verstanden? Ja, verstanden, Kaito. Er hat recht, ich kann nicht aufgeben. Ich habe ein Versprechen mit Kaito gemacht. Kyo. Nee. Dieser Mord wurde wahrscheinlich von Monokumas Motiv ausgelöst, nicht wahr? Was bedeutet, dass es einen Grund gibt, dass der Täter so sehr am Leben klammert, nicht wahr? Und Ryoma, welcher das Opfer wurde, hatte keinen Grund zu leben, nicht wahr? Was willst du damit andeuten? Zu töten, weil man einen Grund hat zu leben. Zu sterben, weil man keinen Grund hat zu leben. Ich frage mich, welches davon korrekt sein soll. Wie wäre es mit keins von beiden ist korrekt? Ich meine, sterben, weil kein Grund zum Leben, ist
nichts anderes als Feigheit, die ich kann es nur höchstens dann verstehen, wenn ich glaube, darüber haben wir auch bei, ich weiß nicht, worüber hat man diskutiert, bei Narcissus und bei auch ein bisschen bei Katawa Shoujo, eben von wegen, wie sehr man in der Lage ist, mit unheilbaren Krankheiten oder Krankheiten, die einen immer mehr von Lebensqualität wegnehmen und dergleichen, und wo ein unvermeidlicher Tod voraussteht, die definitiv in absehbarer Zeit zum Tod führen, und man immer weniger Kontrolle über seinen Körper hat und dann nur noch an Maschinen im Krankenhaus seine letzten Lebensjahre so dahin sieht, da dem zu entgehen und dann den Tod zu wählen, weil man keinen Grund mehr oder keine Möglichkeit mehr zu einem lebenswürdigen Leben, wie man es ja schon so schön sagt, hat, ja, dann kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, sich in die Köpfe von Menschen beispielsweise mit Depressionen und dergleichen hineinzuversetzen, die ja oft dann eben auf der psychischen Ebene keinen Sinn zum Weiterleben sehen, weil der normal geistig einigermaßen gesunde, stabile Mensch würde einfach sagen, mein Gott, was bist du wegen deiner Lebenssituation und so weiter so deprimiert und versuchst dir selbst das Leben zu nehmen und siehst keinen Sinn mehr im Leben. Ich meine, es gibt so viel, was man machen kann. Du bist nicht krank, du bist gesund und dergleichen, vielleicht hast du auch noch Geld. Deswegen, du kannst doch alles machen, was du willst, und viele werden das Leben trotzdem nicht glücklich, aber ja, vielleicht ist es da dann auch vermessen zu sagen, an dieser Stelle dann, dass es für Leute mit mentalen, psychischen Krankheiten und so weiter dann Feigheit sei, sich das Leben nehmen zu wollen, keinen Sinn mehr im Leben zu sehen und dergleichen, weil man nicht mehr die Perspektive hat, dass man irgendwann aus diesem Loch, in dem man steckt, wieder herauskommt. Und für einen mental gesunden, weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich bin, aber für einen mental gesunden, nicht depressiven und so weiter, ist es eben, glaube ich, wenn man nie da war, unglaublich schwer nachzuvollziehen und deswegen wahrscheinlich erlaubt, da auch kein Urteil erlaubt, aber ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Deswegen ist eben aus meiner Perspektive der gewählte Freitod, wenn man eigentlich körperlich komplett fit ist und eine mentale Tiefphase hat, ich weiß nicht. Vielleicht würde sich meine Meinung exakt in dem Moment ändern, in dem ich auch mal in eine riesige depressive Loch, keine Ahnung was, Phase falle. Ich kann es nicht sagen. Ist schwer, aber ansonsten wirkt es eigentlich wie ein feiger Ausweg, sich dem Ganzen nicht stellen. Und zu töten, weil man einen Sinn, weil man einen Lebenssinn hat. Ich habe lange mit mir und der Frage gerungen, ob Töten in irgendeiner Situation des Lebens oder der Gesellschaft, der Welt und so weiter überhaupt okay ist. Und lange dachte ich, nein, jeglicher Mord, jegliches Töten ist falsch, aber wenn man dann an Menschen denkt, die andere Menschen, Hunderte, Tausende, Hunderttausende, ob das große Diktatoren oder keine Ahnung wer sind, auf dem Gewissen haben, ob es da nicht wirklich besser wäre, diese zu töten, um andere zu retten, also das Wohl, das Leben eines einzelnen Opfern, um damit viele oder dergleichen zu retten. Ich meine, einen Unschuldigen oder dergleichen zu töten, weil man einen Sinn im Leben sieht und glaubt, für sich selbst was tun zu wollen, ist nichts anderes als Egoismus. Deswegen, keins von beiden ist korrekt oder beide sind gleich korrekt in dem, dass sie nicht korrekt sind oder nicht. Also töten, egal unter welchen Gründen, ist generell eben erstmal die Handlung des Tötens, die generell nicht gut ist, aber ich will nicht behaupten, dass es Situationen gibt, in denen vielleicht nicht damit mit dem Tod des Menschen generell etwas Gutes getan werden kann. Aber wenn der es für sich selbst tut, für seinen eigenen Grund zum Leben, dann ist es definitiv falsch. Sag ja. Du denkst da zu sehr drüber nach. Lebende Dinge sollten einfach leben. Nachdem ich jetzt so einen schönen 5-Minuten-Monolog gehalten habe, Kaito, sagst du einfach, ich denke hier zu viel nach. Verdammt, Axt. Jedenfalls, was auch immer uns passiert, wir müssen leben. Ja, man braucht nicht wirklich einen Grund zum Leben. Das ist dann nur das, das Tüpfelchen auf dem, also die Erdbeere auf dem Kuchen oder das Tüpfelchen auf dem i oder sowas. Ein Grund zum Leben. Ist auch ein Thema, was hier häufig angesprochen wird. Warum mit allen anderen zusammen sterben, im Zuge der Ultimate Hunt, keinen Sinn mehr im Leben gesehen haben und dergleichen. Das scheint diesmal so eine sich durchziehende Thematik hier, dieses Danganronpa-Teils zu sein. Auf die Gespräche sollte man noch ein bisschen öfters achten. Anusa. Tut mir leid, aber ich weiß nichts.
Das war mal wieder zu schnell weggeklingt. Wenn du denkst, dass eine Kinderpflegerin helfen kann, einen Mordfall zu lösen, dann sind wir alle fett am Arsch. Hat sie so nicht gesagt, aber so gemeint. Das ist, es funktioniert nicht mal richtig hier mit Q drücken. Also das ist nicht nur Maus klicken. Generell ist irgendwie die Steuerung manchmal ein bisschen, ja, verzögert oder funktioniert nicht so gut. Ich weiß auch nicht. Das ganze Ding da vibriert wie ein, schüttelt sich wie ein fetter, alter, ordentlicher, dicker, mäßig geiler Vibrator. Himiko hat Angst, das arme Ding. diese Vibration ist perfekt. Jetzt hör auf, Himiko, wie irgendeine Art degenerierter Mann anzuschauen. Tenko macht sich durch dieses ganze Himiko beschützen auch ein wenig irgendwie unfreiwillig verdächtig. Ich weiß es nicht. Das ist dasselbe, was er schon gesagt hat, dass wir das zu gegebener Zeit gleich bald diskutieren werden alles. Ich habe nicht einberechnet, dass wir uns hier unter diesen Umständen wieder treffen würden. Was würde Kaede sagen, wenn sie uns jetzt sehen würde? Kibo ist auch sehr auf, ja, Kaedes Trip. Himiko ist nicht die Täterin. Unmöglich. No way, no how. Also unmöglich, geht nicht. Ich kenne Himiko besser als alle anderen, war das, glaube ich, gerade gewesen. Ich kenne alle ihre Geheimnisse. Ich kenne ihr Geschlecht, ihre Haarfarbe, sogar ihre Größe. Nichts davon ist geheim. Nun gut, das war's dann wohl. Rumpel, 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 rumpel. Wird da dann jedes Mal so ein neuer Top gemacht, den der die Monokuma-Statue dann da trägt? Die Tür erschien vor uns mit einem riesigen Pochen, so als würde es Helden in den Krieg hinwegschicken. Nach einer kleinen Pause begaben wir uns alle auf den Weg zu der Tür. Wir waren still. Alles, was ich hören konnte, war unser unregelmäßiges Atmen. Und sobald wir alle durch die Tür gingen, fing es wieder an. Oder setzt es sich wieder in Bewegung. Normalerweise würde mir das Wackeln nichts ausmachen. Aber vor allem jetzt fühle ich es besonders intensiv. Oder bin ich ihm gegenüber besonders intensiv sensibel. Wir alle spürten dieses Zittern durch unsere ganzen Körper, als wir im Stillen weiter hinabsanken. Ohne sicheren Boden unter den Füßen bin ich mir sicher, dass ich hinabgefallen wäre. Mein Atem wurde schwerer, mein Herz pochte schneller und schneller. Und gerade als ich dachte, meine Nerven würden nachgeben, kam der Aufzug zu einem Halt. Aber das war kein Ende, nein. Das war nur der Anfang. Willkommen! Ihr seid hoffnungslos mal wieder hier angekommen. Wolltet ihr etwa wieder hierher kommen, weil es hier so wundervoll ist? Ist es nicht wundervoll? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, diesen Ort hier zu bauen. Sollte zu einem Monument werden. Nun, eigentlich waren wir diejenigen, die die X-Sizzles benutzt haben, um diesen, Courtroom zu bauen. Gerichtssaal. Aber
Papa, ja, sagt er, wäre es allein gewesen. Aber ich bin glücklich, als ein Sklave vom Papa benutzt zu werden. Ihr Idioten, gebt euch echt diesen, dass wir seine rechten Hände Zeugs und der weiter sind hin. Ihr seid einfach so süß, dass ich gar nicht anders kann, als euch bis auf die Knochen abzuarbeiten. Ja, du hast eine ganze Menge an sehr coolen Details hier in diesen Gerichtssaal mit eingearbeitet. Ja, fast so, als wäre es einfach nur zur Show. Oh ja? Zur Show? Hä? Na, eine interessante Art und Weise, es auszudrücken. Ist es denn nur zur Show? Zeigst du das hier etwa den Leuten draußen und... Ach, die Leute, jene Leute, gehören nicht zu uns, deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen. Redet er von Ultimate Hunt oder wie? Versteht ihr? Sie gehören nicht zu uns als in dem Sinne... Hm? Sie gehören nicht zu uns? Sie sind nicht mehr länger unter uns. Versteht ihr, was ich meine? Mit anderen Worten, ihr 13 seid die einzigen, die noch in dieser Welt über sind. Moment mal, warum eigentlich 13? Warte mal ganz kurz. Habe ich irgendwo was... Ach so, ja, weil Yoma tot ist und der... Ja, zwei vorher im Trial und einer tot, deswegen 13. Ich war irgendwie, müssen es doch 14 sein, aber nein. Yoma! Mit anderen Worten, hier 13 sind die einzigen, die in dieser Welt noch über sind. Nun zeigt mir, wie ihr versuchen wollt, um eure Leben zu kämpfen. Mit anderen Worten, are the only ones left in the world. Darauf will keiner eingehen? Auf die Aussage, dass wir die letzten 13 Lebenden in der Welt sind? Oder wie, oder was? Oder left, also die letzten 13 Ultimativen, die in der Welt noch über sind, weil die restlichen von der Ultimate Hand gefangen worden sind und wir dem entgangen sind und sie denken, es braucht es nicht mehr, oder wie? Oder wir sind die letzten 13 auf der Welt, weil wir hier auf dem Mars und nicht auf der Welt, also auf der Erde sind. Hahaha. Was immer noch so meine Theorie ist. Und so begann der Class Trial wieder. Ryoma Hoshi, der ultimative Tennispro. Nachdem er von seinem ehemaligen Ruhm hinabgefallen ist und uns sagte, dass er keinen Grund mehr zum Leben hatte. Aber selbst dann, er sagte, er wollte an unserer Seite kämpfen, zusammen mit uns von hier wegkommen. Und aus diesem Grunde war er wieder auf der Suche nach einem Grund, ja, zum Leben. Er war vielleicht ein wenig eigensinnig, aber er war auf jeden Fall kein, ja, kein gegenüber anderen kein kühler Mensch, also kein abgefuckter Mensch. Und die Person, die ihn getötet hat, ist jetzt gerade hier. Ich möchte gern glauben, dass es eine Lüge ist. Ich möchte es alles nicht glauben, aber... Wenn das hier der Ort ist, an dem ich die Wahrheit finde, dann werde ich meine Augen vor dieser Wahrheit nicht mehr verschließen. Das ist der Wunsch, den sie mir aufgetragen hat. Ich werde die Wahrheit finden, von ihr wegkommen, mit allen, und lebendig. Ich werde überleben. Ich kann hier nicht sterben. Und... Ja, damit ich mein Versprechen mit ihr einhalten kann. Ich werde kämpfen. Ich werde für mein Leben kämpfen in diesem Trial von Wahrheit und Lüge. Speichern. Speichern. Das erste Mal, dass ich speichere. Ich habe meine gesamte Investigation nicht gespeichert. Tja, eine Tragödie findet statt während Himikos Magieshow und Ryoma wurde getötet. Shuichi muss jetzt dieses neue Trial bestehen, um Kaides Wunsch zu erfüllen. So, wir haben 16 Freundesfragmente, mit denen wir was Neues kaufen können. Ich wollte mir ja eins... Genau. Eins von den beiden wollte ich mir hier kaufen. Entweder, dass wir uns ein bisschen...
entweder heilen, wenn wir uns konzentrieren während der Fever Time. Oder dass wir uns länger fokussieren können. Ich glaube, das Delusion nehme ich näher. Aber da wir dann, wenn wir das den Spielstand wieder laden, sowieso nochmal, dass wir alles kaufen müssen, mache ich das dann. Und auch zum Beginn der nächsten Aufnahme und Folge werden wir auch nochmal alle Truth Bullets hier durchgehen. Und ich habe das Gefühl, es fehlen uns einige Truth Bullets. Also es gab Sachen, die wir bemerkt haben, die wir gesehen haben, die auch zum Teil Shuichi kommentiert hat, die eine Bedeutung spielen sollten. Aber das Durchgehen und nochmal Durchdenken, das mache ich alles dann zum Beginn der nächsten Folge, weil jetzt ist es auch bald, ja, ist schon 11:30 hier. Am Dienstagabend, morgen ist zwar ein Feiertag, aber ja, habe jetzt heute schon auch noch viel anderes geschnitten, hochgeladen, auch zum Teil für den Hauptchannel endlich mal wieder ein Video, deswegen, ich bin jetzt ein bisschen durch, hat man vielleicht auch schon an meiner Übersetzungsfähigkeit während der Investigation gemerkt, und damit ich dann wirklich vollkommen fit bin mit dem Kopf, mit den Gedanken, mit dem Gehirn bei der nächsten Aufnahme, dass ich da dann möglichst nicht allzu sehr irgendwo dran rumzuknaspern habe. Wenn ich auch die Truth Bullets nochmal durchgehe, ja, werde ich dann auch meine Verdächtigen und dergleichen beim nächsten Mal nochmal durchgehen. Zumal ich wirklich keinen, im Gegensatz zum ersten Fall, finde ich es hier echt schwieriger, wer es sein könnte. Das muss ich mir echt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Nach wie vor am verdächtigsten alle, die beim Aufbau mitgeholfen haben. Vom Bauchgefühl her ist... sind Kilomi und Angie die Verdächtigsten für mich. Vom Bauchgefühl her Kilomi und Angie. Und Maki weiß etwas, was sie uns aus irgendeinem Grund auch immer nicht wissen lassen will. Was ganz wichtig sein wird für den Fall, aber ich glaube nicht, dass sie die Täterin ist. Kokichi wird auch etwas wissen. Kokichi ist dadurch verdächtig, dass er dazu gedrängt hat, das Ding kaputt zu machen mit Kibo und so weiter. Aber vielleicht wollte er das Ganze nur noch interessanter gestalten und helfen, Beweise zu vernichten. Dann das verschwundene Video, wo auch Kokichi seine Finger im Spiel haben kann. Immerhin ist er derjenige, der die Videos zusammengetragen hat. Sie wurden vom Monodam über die Nacht zurückgegeben in die Zimmer. Wann hätte dann der Täter es entfernen können aus dem Zimmer von Ryoma? Das Zurückgeben ist ja... Und der Schlüssel von Ryoma war ja bei ihm an der Leiche. Also hätte der Täter dann den Schlüssel Ryoma wieder zurückgeben müssen. Und nur Kokichi ist so gut, dass er in die Räume rein kann mit Lockpicking, also mit Schlösserknacken. Auf der anderen Seite ist Kidomi auch immer zum Reinigen in die Räume und dergleichen reingegangen. Also Kokichi, Kidomi, und aus irgendeinem Bauchgefühl her, Angie sind für mich sehr Verdächtige. Jetzt habe ich es doch noch am Ende dieser Folge hier gesagt. Aber ich werde es mir nochmal ganz genau durch den Kopf gehen, zusammen mit den Truth Bullets. Wirklich dann am Anfang der nächsten Folge, jetzt beende ich hier dann wirklich erstmal. Und ja, sage dann an dieser Stelle hier zunächst einmal Matane. Bis zum nächsten Mal, und ich hoffe, ihr alle habt einen ordentlichen Grund am Leben zu sein. Und wenn es nur das Leben selbst ist, aber vielleicht darüber hinaus auch noch etwas anderes, was euch am Leben Freude bereitet und wo ihr denkt, ja, dafür lohnt es sich morgens aufzuwachen. Und wenn es nur die kleinen schönen Dinge im Leben sind und keine großen Ziele oder Träume und dergleichen, manchmal reicht es ja ein schönes Frühstück am Abend, der schöne heiße Tee oder das gute Essen, ja, wie, keine Ahnung, das auch Kaido gesagt hat oder so. Das können die kleinen, einfachen Dinge sein. Deswegen... Wenn Kaito auch vielleicht nicht der Hellste ist, er sagt trotzdem viele gute Sachen. So, und damit jetzt wirklich Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.